Die Firmen haben auf jeden Fall Geld verdient und jetzt sind auf jeden Fall mal wieder die Arbeitnehmer dran. Ist finanzierbar. Alle Unternehmen, die jetzt hier stehen, können diese 8% stemmen. Wir im Unternehmen Walterscheid machen seit 2,5 Jahren unsere Wochen Mehrarbeit, Samstag, Sonntag, und die Kollegen haben ganz einfach eine Entgelterhöhung verdient. Wir wissen, dass die wirtschaftliche Situation in den Familien sehr, sehr angespannt ist. Deswegen 8%. Und die Frechheit der Arbeitgeber, unter Weihnachtsgeld zu gehen, geht gar nicht. Da machen wir nicht mit, deswegen heute hier Flagge zeigen. Bei Danfoss sind alle mit draußen. Die Energiepreise steigen immer weiter, wenn man einkaufen geht. Ne? Der Einkaufswagen ist nur noch gerade mal der Boden bedeckt. Und wir brauchen mehr Geld und dafür stehen wir hier. Wir haben noch wie so viele Menschen in Bahnsteigs gehabt in einer Tarifrunde, wie im Jahr 2022. Die Kollegen, wir werden heute den größten Einzelbahnstreik hier in Nordrhein-Westfalen haben. Und wenn ich gleich noch die Schwerzigstreiche an den Betriebe oder von FC Siemens zähle, dann werden wir heute die 10.000 knacken. Die Kollegen sind absolut entrüstet über die bisherigen sogenannten Angebote der Arbeitgeberseite. Das ist eine Provokation, anders kann man das leider nicht nennen. Wir brauchen die 8%. Wir werden an der Tankstelle nicht gefragt, bist du Azubi, dann zahlst du weniger, sondern wir zahlen immer den vollen Preis. Wir brauchen eine richtig dicke Schippe auf die Ausbildungsvergütung. Wir kommen mit dem Geld nicht aus. Verdammt doch mal, 8% muss mindestens herkommen. Und die sind bereit, streiken, unbewusste Streik. Das soll der Blut mitnehmen, das ist die Stimmung der Wirtschaft. Die Wohnungen werden teurer, die Fahrtkosten werden teurer. Wir brauchen 8%. Wir haben die 8% verdient, weil wir jetzt die letzten 3 Jahre rund um die Uhr gearbeitet haben. Die Arbeitgeber haben gut verdient und deswegen fordern wir 8%. Die Streikbereitschaft ist mittlerweile sehr hoch. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass sie so hoch ist. Was wollt ihr? Wir brauchen die Kohle, um unsere Hütten zu heizen und unsere Rechnungen zu bezahlen. 8%! Die Kollegen sind tierisch sauer, weil der Arbeitgeberverband kein adäquates Angebot macht. Wir möchten ihn komplett dicht machen. Die Herren müssen das ehrlich begreifen. Es geht nicht mehr, wir können nicht mehr atmen. Es geht nicht mehr. Bei dem ersten Warnstreik in den letzten Wochen war ich selber überrascht, wie stark die Beteiligung bei dem Warnstreik war im Betrieb, auch in allen Schichten. Und weil das Portemonnaie leer ist bei den Kollegen.